Auf eine Sache freue ich mich ganz besonders, und zwar auf Audio-Plugins auf meinem iPad. Was es sonst noch Neues gibt, erfahrt ihr gleich. Dranbleiben. Die MuseTalk News der Woche werden präsentiert von Hofer College. Mit Hofer College lernst du Tontechnik bei dir zu Hause. Jeden Monat erhältst du ein umfangreiches Kursheft plus DVD mit Beispielen aus echten Studioproduktionen. Du löst Praxisaufgaben und erhältst persönliches Feedback von deinen Tutoren. Immer alles inklusive, zum Beispiel mit Zugang zum Online-Campus mit weiteren Videotutorials. Mehr Informationen auf www.hofer-college.de und König und Meier. Ob iPad, iPhone oder Android-Tablet, von König und Meier gibt es das passende Stativ oder Halterung. Darüber hinaus findet ihr auf k-m.de eine große Auswahl an hochwertigem Zubehör rund ums Musikmachen. Ob Mikrofonständer oder Klavierbank, von König und Meier gibt es eine standfeste Lösung. Herzlich willkommen zu MuseTalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zum MuseTalk Stammtisch, News der Woche. Und in der Runde endlich mal wieder unter anderem der Rolf Würmann. Hallo Rolf. Hi Non-Eric, Grüße aus Frankfurt. Du hast jetzt alles am Start, ne? Was du dringend programmieren musstest und hast jetzt wieder ein bisschen Headroom und kannst uns ein bisschen unterstützen in der Sendung. Ja, ganz genau. Ich mache natürlich schon wieder neue Sachen, aber bis das fertig ist, dauert das noch ein wenig und dann kann man sich hier mal ein bisschen die Zeit vertreiben. Das ist klasse. Ein bisschen die Zeit vertreiben tut sich auch der Andreas. Hallo Andreas. Hallo nun Erik und hallo liebe Gemeinde. Ja, schön, dass du dabei bist. Dann haben wir noch den Mick. Heute in bester Bildqualität hier heute mal. Wow. Ja, sehr schön. Ist doch sehr immer schön. Dieselbe Kamera. Ja. Aber dann sieht man noch mal, was Licht ausmacht. Ne? Ja, Licht ist toll. Licht ist immer gut. Licht, das ist jetzt ein gutes Stichwort. Oder auch ein schlechtes Stichwort. Denn ich möchte als erstes mal hinweisen auf unsere neue MuseTalk-Seite auf musetalk.de. Ab sofort im sogenannten Neudeutsch Responsive Design lässt sich die Seite jetzt auch schön hier so zusammenschieben, auf dem iPad und auf dem iPhone angucken und so weiter und so fort. Und blau. Und blau, wie immer blau, oder? Blau, blau, blau. Blüte entziehen. Kommen wir gleich mal zu meinem Thema, was eigentlich ein Thema ist von Rolf und mir. Nämlich die tollen, sensationellen Sachen, die Apple angekündigt hat für die zukünftigen iOS und OS 10 Versionen. Unter anderem Audio Unit Plugins für iPad Apps. Erzähl uns mal was darüber. Ja, also Audio Units gab es schon eigentlich immer in iOS, aber die mussten quasi versteckt in der Applikation vorinstalliert sein. Und wir kennen das ja auch von Aurea, die haben ja auch so Art Plugins, die man dann laden kann. Aber so wie man das von Desktop und Laptop her kennt, dass man quasi die sich von einem Drittanbieter runterladen kann und dann in eine beliebige Host-Applikation reinladen kann und dort ein Interface sieht, das ist jetzt neu und das wird für iOS 9 kommen. Und das heißt dann auf neu Apple Deutsch auch nicht Audio Unit Plugin, sondern Audio Unit Extension. Mhm. Die werden auch über den Store, also über den App Store, verkauft werden, was auch natürlich nett ist für Audio Unit Entwickler. Und ja, man hat auch gleich eine Art kleine Demo-Anwendung in GarageBand gesehen, wo man halt so ein Synthi hat, den man dann entsprechend als Plugin spielen kann. Das ist natürlich sehr interessant für alle Entwickler und ich glaube, dass da mit Sicherheit eine ganze Menge irgendetwas anbieten werden. Besonders schön ist ja dann auch, dass wir in Zukunft mehrere Apps gleichzeitig auf dem Bildschirm auf dem iPad haben werden, also Splitscreen, und dann wird das iPad vielleicht doch noch eine vollwertige Audio-Workstation. Ja, es sind im Grunde genommen drei Dinge, wo Apple jetzt ein bisschen das Thema, was auch für Musikanwendung wichtig ist, dass man mehrere Sachen gleichzeitig sehen kann, die DAW und das Plugin. So, und das eine ist, dass das Plugin in einer Host-Applikation ein Fenster hat. Das zweite ist, dass man
Auf den neueren Devices, also ab R2 und folgende, zwei Apps nebeneinander sehen kann auf einem Bildschirm. Man das entweder 50-50 oder in einem beliebigen Verhältnis einstellen kann. Und das Dritte, was es geben wird, ist so eine Art Pop-Over von der Seite, dass man von rechts oder von links sich eine App über eine andere mit einem kleineren Fenster legen kann. Das sind alles Sachen, wo Apple das adressiert, dass man hier nicht ein mehr Fenstersystem hat wie auf einem normalen Rechner, sondern aber dann doch sowas machen will. Und das Interessante dabei ist, dass es natürlich auch wieder Futter ist für das Gerücht, dass Apple denn doch ein iPad Pro oder also ein großes iPad mit einem vielleicht 12 oder 13 Zoll Bildschirm dann doch rausbringen wird. Das hat sich ja schon mehr oder weniger verdichtet, ne? Das Gerücht, kann man jetzt schon sagen. Ja, und dafür macht es natürlich Sinn. Ne? Es macht ja keinen Hinweise. Sinn, ein großes iPad rauszubringen, was einfach einen größeren Bildschirm hat mit einer höheren Auflösung. Ich kann trotzdem nur eine App darstellen. Also es macht Sinn, tatsächlich diese Technologie denn als Voraussetzung für so ein großes iPad anzusehen. Und auch auf dem Mac tut sich ja einiges. Das Stichwort hatten wir hier auch schon mal angesprochen. Inter-Device Audio. Kannst du uns was zu erzählen? Genau, ich kann über das Lightning-Kabel ein iPad oder ein iPhone an den Mac-Rechner anschließen und dann verhält sich das iOS-Gerät als Audioquelle. Man sieht es ganz normal in den Audio-MIDI-Settings als Mikrofon sozusagen, weil es ja ein Audio-Eingang ist. Audio-Ausgang geht nicht. Also ich kann kein Audio zum iOS-Device schicken, zumindest in der derzeitigen Beta nicht. Oh, interessant. Das wäre jetzt, ich kacke da mal ganz kurz rein, weil wir haben ja jetzt schon mehrere Lösungen, Audio Pass-Through Technology von iConnectivity und AudioMux. Und die machen es ja tatsächlich in beide Richtungen. Also das wäre jetzt noch ein Unterschied. Aber du bist nicht ganz sicher, ob das nicht in der finalen Version dann doch in beide Richtungen geht. Habe ich noch nichts zugehört. Ich kann einfach nur sagen, das, was ich jetzt bisher ausprobiert habe, ist nur in einer Richtung. Das andere, was auch noch nicht geht, und ich weiß nicht, ob es noch demnächst gehen wird oder nicht in iOS 9 oder dann erst vielleicht in iOS 10 kommt, ich kann auch parallel kein MIDI schicken, zumindest nicht über das Kabel. Müsste dann, wenn ich beispielsweise ein Synthi von der DAW, ein Synthi auf dem iOS-Gerät ansteuern will, das MIDI über, sagen wir mal, Wi-Fi, Peer-to-Peer oder Bluetooth LE zu dem iPad schicken. Oh. Auch das hinkt quasi noch hinterher. Also iConnectivity hat noch einen Grund, sein Gerät zu verkaufen, weil ich ja mit Audio Pass-Through parallel auch MIDI habe. Aber es ist natürlich auch zu spekulieren, ob nicht auch irgendwann Apple entweder in iOS 9 oder in einem späteren iOS-Release das denn auch noch nachliefert. Ist zu vermuten, ne? Würde ich mal sagen. Ja, das wird ja Sinn technisch machen. Keine Hürde sein, weil das ist ja schon bewiesen, dass es geht. Genau. Da bin ich gespannt. Wann kommt das Ganze raus? Im Herbst, ne? Wahrscheinlich September, mit 9. September, Oktober, glaube ich, habe ich so. Das wird dann auch rauskommen müssen, weil da kommen ja in der Regel auch neue iPhones oder iPads raus und die kommen dann sowieso mit dem neuen iOS. Das heißt, die Software hat hier einen harten Termin. Das muss dann einfach rauskommen. Also ich habe, Rolf, eine Menge Schiffbruch erlitten mit Yosemite. Hast du schon mal auf El Capitan schauen können, ob es da auch wieder Potenzial für eine Menge Audio-Desaster gibt? Weil Apple stellt ja gerne auch grundlegende Sachen mal um, von der einen zur anderen Betriebssystem-Software-Version. Ja gut, das ist jetzt eine Beta 1, die draußen ist. Von sowas sollte man sowieso überhaupt keine Beurteilung machen. Da ist vieles noch nicht so, wie etwas laufen sollte. Ich habe da mal Logic laufen lassen, da sind auch schon ein paar lustige grafische Effekte drin. Aber das ist eine Beta 1, da soll man jetzt überhaupt nichts von schließen. Da warten wir mal die Beta 5 oder sowas ab. Dann kann man schon mal sagen, ob das Ding stabil wird oder nicht. Alles klar. Super. Andreas, dein Tipp. Ja, Audinate. Ich lausche Rolfs Ausführungen und so und ich sehe das ja auch bitte irgendwie, also ich sehe das ja auch aus, für ihn als Entwickler irgendwie total wichtig an, aber ich kann damit alles überhaupt nichts anfangen. Mit diesen
mit diesen kleinen Dattelgeräten von Apple, die irgendwie über so seltsame Krückenfunktionen versuchen, irgendjemanden weiß zu machen, man könnte damit ernsthaft Musik machen. Da finde ich doch. Ernsthaft Musik machen. Ich muss jetzt erst wieder so eine riesenfette Abhörmonitoranlage installieren, wie Andreas hat. 50.000 Euro für Raumakustik ausgeben. Mehrere, weiß ich nicht, Server-Qualität, PCs installieren. Nee, und überhaupt dann nicht. Darf ich überhaupt erst Musik also das machen? Witzige ist, ich mache Musik auf meinem Telefon, Mann. Ihr unterhaltet euch über Dinge, die man zum Beispiel mit einem Surface oder irgendeinem anderen Tablet, das einfach eine native Windows-Software laufen lassen kann, längst machen kann. Und das ist so... Einspruch. Einspruch, ne, Rolf, Einspruch. Weil ja, wir wollten ja eigentlich in diese Diskussion nicht mal eintreten, weil ich irgendwie... Müssen wir aber jetzt. Andreas zwingt uns dazu. Andreas hat das jetzt. Nee. Zeig mir mal die ganzen Leute, die irgendwie, die ganzen Profis, die auf dem Surface... Also das Argument, was du da vorbringst, dass das alles nur Daddelkram und Spielzeug ist aus Sicht eines Audio-Ingenieurs oder als Tonmeisters, die ja alle große Musiker sind in der Regel. Also ich weiß nicht, man kann jetzt beliebig hier irgendwie rumlabern und irgendeine Scheiße diskutieren. Also ich habe da gerade keinen Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich respektiere, was du machst, ich respektiere, was Tonmeister machen und Audioingenieure, weil das ist was ganz, ganz Wichtiges. Aber ich habe keine Lust, die Diskussion, auf die ich schon 2010 keine Lust hatte, irgendwie, ob man mit iPads oder modularen Synthes oder Arduinos oder sonst was Musik machen kann, das bringt alles nichts. Musik wird gemacht. Ja, und irgendwann kommt gute Musik raus. Woraus die am Ende kommt, ist eigentlich egal. Dann können wir lieber darüber reden, was du eigentlich für Musik für gut findest und was ich für Musik für gut finde und was andere Leute für Musik gut finden. Dann können wir über gute Musik reden. Aber jetzt einfach zu sagen, meine Technik ist aber besser als deine Technik und nur aus der einen Technik könnte gute Musik oder ernsthaft, was ist denn eigentlich professionelle oder ernsthafte Musik, das ist doch auch Quatsch. Also ich kenne ganz viel tolle Musik, die mit unprofessionellem Equipment produziert wird. Fertig? Ja, jetzt kannst du loslegen. Dante, Networking That Works. Nee, also bitte, jetzt lasst mir aber bitte auch noch ein Wort dazu sagen, weil ich meine, da hat Rolf ja doch jetzt ziemlich vom Leder gezogen. Ach, das wird eine gute Sendung. Also, klasse, endlich. Das wieder Einzige, ein bisschen Feuer hier. Was ich gesagt habe, ist einfach, dass über so viele ungelegte Eier gesprochen wird, die ja irgendwann mal vielleicht im Oktober dann möglich sein werden oder nicht. Und naja, also das kann ja alles gut sein. Aber wie gesagt, Musik muss man jetzt machen und nicht irgendwie erst nächstes Jahr. Und zum Thema... Ja, aber lieber gute Musik, halt, Moment bitte. Ja, darf ich auch mal ausreden? Danke. Okay. Das ist jedes Mal das Gleiche mit euch, Jungs. Also es ist wirklich so, dass... ich weiß ja nicht, wo ihr Musik macht oder so, oder was ihr so macht. Aber ich habe jetzt gerade auf einem Festival gestanden, 4 Tage lang mit... eigentlich sogar 6 Tage, wobei das nicht alles das Festival war, aber ich war 4 Tage auf einem Festival mit 25 Bands und keiner hatte im Prinzip ein iPad zum Musik machen dabei, außer vielleicht für Noten, die er sich irgendwie da vorne anzeigen hat lassen und so. Aber da hat kein einziger, ja, hat irgendwie ein iPad oder etwas anderes in dem Sinne als Musikinstrument verwendet. Bierdiemen. Das kann man ja alles machen, ich habe da überhaupt kein Problem mit. Aber wie gesagt, es gibt so viele andere Lösungen, mit denen man jetzt schon Musik machen kann und nicht erst in iOS 10, wie ihr gerade vorhin gesagt habt. Es ist ja, noch ja, aber lieber Andreas, der gute Non-Erik lädt mich ja als Entwickler zu bestimmten Themen ein. Die Entwickler sind immer relativ weit vorne im Prozess, weil sie irgendetwas entwickeln, was es noch nicht gibt. Und ich habe irgendwie keinen Bock, jedes Mal irgendwie auf das Thema eingehen zu müssen, weil ich hier irgendwie zu Entwicklerthemen eingeladen werde, wo man erst Dinge tut, wo Monate, teilweise Jahre später erst Musiker irgendwas... Stopp, da muss ich jetzt eingreifen. Nee, jetzt rede ich mal zu Ende aus. Ja? Und dann sagen, das hat ja nichts mit Musikmachen zu tun. Nein, natürlich hat das nichts mit Musikmachen zu tun. Nein, das stimmt doch gar nicht, das sage ich doch gar nicht. Ich sage nicht, dass es nichts mit Musikmachen zu tun hat.
Aber über ungelegte Eier zu reden, ist doch irgendwie genauso schwachsinnig. Hey Leute, stopp jetzt. Jetzt bin ich hier mal ausnahmsweise Moderator. Wisst ihr, was das ist? Moderieren. Ist es sinnlose Diskussion? Ja, eben. Andreas, ja, dann moderier doch mal. Ja, genau. Also ich fasse das mal zusammen. Andreas sagt, brauchen wir nicht drüber reden, ist alles Kinderkram, damit kann man keine vernünftige Musik machen. Das habe ich nicht gesagt. Doch, das stimmt hast doch du gar gesagt. Nicht. Nein, habe ich nicht. Ich habe weder das Wort Kinderkram geredet, noch, dass man damit keine vernünftige Musik machen kann. Aber das sind einfach Gerätschaften, die in einem bestimmten Umfeld vielleicht funktionieren, aber im Moment funktioniert es ja noch nicht. Also wovon reden wir dann? Dass da irgendwie ein Alleinunterhalter irgendwie an seinem Keyboard sitzt und da wunderbare Dinge ablässt. Das ist ja okay, da sage ich doch gar nichts. Aber es gibt so viele andere Lösungen. Ich habe keinen Bock mehr. Irgendwie auch Alleinunterhalter. Was soll denn die Scheiße? Als ob hier irgendwie nur iPad, also ich steige gleich aus, wenn das so abkippt. Andreas, so hast du es gar nicht nötig. Ich habe sachlich über mein Thema erzählt und der Non-Erik hatte dich eigentlich aufgefordert, über deinen Tipp zu erzählen. Aber irgendwie, du hattest wieder irgendwie das emotional nötig, irgendwie den zu sagen, kannst es nicht anhören, wenn über iPad geredet wird oder über Apple oder sonst irgendwas. Können wir nicht einfach mal aus dieser Schiene rauskommen? Kann diese Stammtische nicht irgendwie mal anders verlaufen? Und das hatte ich auch in der E-Mail vorgeschrieben. Ich habe keine Lust mehr auf diese Diskussion, weil sie zu nichts führt, wie jetzt, dann Erik so, sagt. So, jetzt möchte ich wissen, was Dante Networking Networks ist. Ja, Dante ist ein Protokoll, beziehungsweise Audinate stellt eine Software her, die im Prinzip ein Netzwerk to ASIO Treiber zum Beispiel herstellt und es ist natürlich ein Protokoll, das über Netzwerkkabel geht und ich hatte gerade letzte Woche das Vergnügen auf einer Produktion mit einem Dante-equipten Soundcraft-Pult, Mischpult, einem Cubase-Rechner auf Windows-Basis, einem Apple Notebook. Das Interessante an dieser Geschichte ist, dass es eben ein Bussystem ist. Das heißt, das Gerät, das sozusagen die Spuren oder das Audio zur Verfügung stellt, dem ist es eigentlich egal, wer das abgreift. Und ich kann jederzeit mit vielen Geräten, mit verschiedenen Geräten, einfach den Stream sozusagen abgreifen von den Audio-Geschichten. Und Habe ich das jetzt richtig verstanden? Es ist eine Brücke zwischen dem Dante-Protokoll, das es ja schon lange gibt, und VST oder AU. Also im ASIO. Prinzip, oder ASIO, VST. Okay, ASIO. Nix VST, okay. Nix AU. Das heißt, es macht Dante kompatibel mit allen Programmen, die ASIO können. Ist das jetzt richtig? Das ist jetzt, genau, da gibt es diesen Treiber für, also beziehungsweise diese Virtual Sound Card. Dante Virtual Sound Card. Ja, haben wir hier. Kostet 29 Euro oder Dollar. Und das ist einfach super, weil ich kann einfach die verschiedensten Gerätschaften, sofern sie dann eine Netzwerkverbindung haben, und ein OS X oder ein Windows haben, Linux weiß ich jetzt gar nicht, ob das schon auch schon geht, verbinden und eben auch viel Hardware einbinden und habe einfach ein großes Netzwerk mit einer extrem geringen Latenz und das funktioniert einfach. Super. Extrem geringe Latenz ist bei dir viel Millisekunden. Habe ich hier gerade nämlich gefunden, in der Dante Virtual Soundcard Einstellung, Dante Latency 4 Millisekunden. Ja, das ist doch schon relativ gering, oder nicht? Bei 64 Kanälen, ja. Ne? Es gibt auch noch ein Gegenprodukt dazu oder einen Gegenentwurf. Ja? Diese Motu-Teile, die AVB-Teile, die machen ja im Prinzip das eigentlich schon lange verabredete Protokoll, was auch Netzwerkgeschichten machen müssen. Dummerweise sind noch lange nicht alle Router damit einverstanden, aber es gibt sozusagen noch einen zweiten
der sowas Ähnliches anbietet. Also ja, es gibt da natürlich noch verschiedene andere Anbieter, die sowas sagen, natürlich kann man das alles auch über Madi machen oder sonst was, aber die Einfachheit von diesem Dante ist einfach extrem interessant. Also und vor allem natürlich der Kostenfaktor, weil zum Beispiel bei dem Motu, bei dem AVB, brauche ich einen speziellen Router. Und ja, im Moment, ist dann schon das erste Problem. Protokoll noch nicht von allen, also so ein Cisco-Router kann es noch nicht, aber das liegt nur daran, dass sie das nicht implementiert haben. Eigentlich kann man das, es gibt es auch schon länger und so. Es liegt so ein bisschen daran, dass Audio für die noch lange kein Thema war, deswegen kommt das jetzt erst. Aber wenn das allgemein so durch ist, und das wird natürlich in der Netzwelt ein bisschen länger dauern, weil die natürlich nicht in Audio denken, aber das ist sozusagen ein ernsthaftes, ein Gegenangebot. Es ist nicht alternativlos, mehr wollte ich dazu nicht sagen. Übrigens erinnerte mich die Diskussion eben auch so ein bisschen, als jemand mal ein Amiga ins Studio brachte. Damit kann man doch keine Musik machen. Ja, das kenne ich auch noch. Und man hat Musik gemacht damit, das ging schon. Rolf, kurze Frage an dich. AVB, ist das nicht auch ein Protokoll, was auf Betriebssystemebene funktioniert? So hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, als ich das Moto hier getestet habe. Das tauchte ja dann auch alles, AVB, diese Streams, meiner Meinung nach auch in dem Audio-MIDI-Setup auf. In oder? OS X? Ja. Ja. Ist es, ne? Ja, in dem letzten geht's. Seit 10.10. Genau. Das bei Windows weiß ich nicht, wie das da ist, keine Ahnung. Und das ist im Prinzip ähnlich vom Konzept her wie Dante, ne? Wer Ahnung von diesem ISO-OSI-Modell hat, das ist also IP-Kram und so, das ist von der Layer-Hierarchie so tief unten, dass es deswegen auf einer anderen Ebene eingepflanzt werden muss. Das ist der Grund, warum das relativ früh eingebaut werden will. Wer sich sowas mal ein bisschen genauer anhören will, kann ja mal den Freakshow-Podcast anhören oder sowas. Also da gibt es ganz gute Tipps. Hast du das Andreas, als Stagebox-Ersatz teilweise dann benutzt? Oder naja, wo war jetzt der Mehrwert, das über Ethernet-Kabel machen zu können, in deiner Situation? Naja, also die Stagebox war darüber angebunden, das Mischpult, dann der zuspielende Rechner und der aufzeichnende Rechner. Also das waren dann schon mal ganz schnell 4 Quellen sozusagen. Und das ging also sowas von unproblematisch. Wir haben da eine Musical-Geschichte aufgezeichnet während der Probe und am nächsten Tag das Ganze dann auf dem Pult umgeswitcht und als Virtual Soundcheck laufen lassen. Und das war irgendwie, also ich muss einfach sagen, es war unproblematisch. Das ist doch der Knackpunkt. Also musste nicht großartig da mit Problemen kämpfen, mit Latenzen, mit Synchronisation und so weiter. Das war alles irgendwie zack, bumm und los ging die Geschichte. Und ich habe da ein Musical-Theater eingerichtet und das war sehr interessant. Also ich fand das total praktisch und ich würde mal sagen, zu dem Preis kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass ich hier mal diese Virtual Soundcard auf meine Rechner lade. Und die dann ja auch untereinander Audio rumschieben können und verbunden sind, wie auch immer. Das heißt, ich könnte dann hier auf dem Bürorechner, an dem ich ja jetzt gerade sitze, jederzeit dann auch das abhören, was drüben im Studio gerade in Echtzeit läuft und so weiter. Also 4 Millisekunden sind 1 Meter Distanz, also insofern ist das Echtzeit. Ah, ja, ist klar. Da kommt es quasi über den Dante schneller als hier quasi durch die Wände. Gut, bevor jetzt gleich der Mick referiert zum LK Syntax, machen wir kurz Werbung und zwar für unseren Partner Hofer College. Und wer jetzt einen Fernkurs bei Hofer College belegt, der bekommt zusätzlich noch einen Gutschein und zwar hier über 150 Euro bei einer Anmeldung fürs Hofer Complete, 100 Euro bei der Anmeldung Hofer Pro, dann 50 Hofer Basic und für den Kurzkurs 25 Euro und diese Gutscheine könnt ihr dann überall bei Hofer einlösen. Vielen Dank an das Hofer College für die Unterstützung unserer Sendung.
So, Mick, ist der Analog-Synthesizer-Replika-Boom schon zu Ende? Denn den LK Syntex wird es ja wohl nicht geben. Ja, das stimmt, den wird es nicht geben. Oh, er hat tief Luft geholt, das kann jetzt dauern. Okay, los. es gab eine Kickstarter-Geschichte von den Finnen. Und die wollten den Syntex halt bauen, auch mit diesem Namen. Ja, hat nicht gereicht. Es sind mindestens viermal so viel hätten sie gebraucht, damit es geklappt hätte. Und der Super Mario, nämlich der Mario Marchi, der baut ja einen Syntex 2. Der kommt aber noch. Er hat aber mit Elka lustigerweise nichts zu tun. Ja, das ist eigentlich schon alles. Also das hat eben nicht geklappt. Genau. Das ist letztendlich, die Summe daran, es kam einfach nicht dazu, nicht genug Geld reingekommen. Fertig. Aber woran glaubst du, liegt das, dass LK Syntex kein so ein starker Brandname ist und nicht so im Bewusstsein ist wie vielleicht ein Moog oder ein Oberheim oder ein Prophet? Zwei Sachen sind das wohl. Also das eine ist mal, es ist kein Jupiter 8 oder sowas. Und sag ich mal, so sehr typische Songs mit diesem Teil, da wird dann der Jar mit seiner Laserharfe da zitiert oder so. Vielleicht noch Agent Orange von Depeche Mode, da ist ja dieser Sync-Sound drin und so. Aber die Vorstellung von dem Teil lief unter lauter Nerds ab, die alle wissen, worum es geht. Und da ging es darum, dass da alte Curtis-Chips reinkommen, die also schon 30 Jahre alt sind und nicht irgendwie Neues. Das könnte vielleicht reservierte Verhaltensweisen angeschoben haben. Und das andere ist natürlich, es stand ein alter Syntex da, kein neuer. Wir haben mal eingebaut, hätte man machen können. Und das fanden die Leute merkwürdig, schätze ich mal. Okay, das kann sein, ja. Wer von... Man sollte vielleicht vorher eins liefern, auch wenn sie eigentlich ganz sympathisch rüberkamen und so. Da saßen auch eigentlich alle wirklich Leute, die man so kennt in dieser Synthesizer-Szene, die dort saßen. Da saß also kein normaler Mensch bei dieser Präsentation. So richtig und die achten natürlich auf sowas und er würde auch, genauso wollten sie ihn bauen, sogar das Netzteil mit dem Lüfter drin so bauen und so, also ich hätte darüber vielleicht nochmal nachgedacht. Okay. Rolf, kennst du den LK? Syntex? Ich habe nie einen gespielt oder geschweige. Aber hattest du das denn schon mal vorher, den Namen schon mal gehört? War das für dich ein Begriff? Ja, natürlich. Ja? Das ist ein klassisches Gerät. Ich hatte ja auch einige Vintage-Sachen hier, aber LK war da nie auf meiner Liste. Und ja, wie der Mick schon sagt, also die musikalischen Heroes, an denen sich natürlich dann auch die Vintage-Geräte, an denen man so interessiert, sind, wo ich so ein bisschen hinterher war, haben vielleicht kein LK gehabt oder der war da vielleicht irgendwie nicht im Vordergrund. Was nicht heißt, dass es nicht ein schlechtes Instrument ist. Aber ich wollte noch mal zu deiner Eingangsfrage sagen, der Boom ist da, aber irgendwann wird auch so ein Boom sich überdreht. Die Instrumente sind ja sehr teuer. Ja, eine Blase, ne, nennt man das in der Aktienwelt. Ja, es gibt irgendwann zu viel. Ne? Also Moog macht seine High-End-modularen Repliken für $20,000-$30,000. Neue, schöne Geräte gibt es von Dave Smith für $3,000-$4,000, wo es auch sehr, sehr schöne polyphone analoge Geschichten gibt. Und irgendwann ist so ein Marktmach überdreht. Und wenn man da mit so einer Kickstarter-Kampagne kommt, ist das auch etwas anderes, als wenn das eine größere Firma macht, wo man dann sagt, naja, den gebe ich 3.000 Euro und da kommt auch was bei raus. Also es ist nicht einfach, nicht, dass ich das Projekt schlecht finde, aber irgendwann ist so ein Hype halt auch irgendwie am Ende, was so die Kapazität und die potenzielle Kaufkraft betrifft. Ja, so viele polyphone Analoge gibt es aber auch nicht. Also von daher war auch der Preis angemessen. Und es gibt ja auch für 300 Euro sowas. Ne? Also es gibt ja auch, also wirklich teuer sind so gerade im Moment die Analogen gerade nicht. Aber vielleicht wollen die Leute ja auch
mal wieder was Schönes Digitales, weil es geht ja eigentlich nur um Musik machen und sich ausdrücken und das, da ist die Technik zunehmend egal. Ja, vielleicht kommt da ja von Yamaha was. Genau, das nächste Thema. Genau. Die schöne Überleitung. Also ich kann nur zum Elker sagen, wir haben im Studio einen gehabt. Und der hat einen schönen, warmen, fetten Sound, ein bisschen Jupiter 8 ähnlich, vielleicht sogar noch ein klein bisschen weicher, fand ich. Aber es ist jetzt auch nicht ein Gerät, wo ich sage, da ist so viel jetzt hängen geblieben, dass ich gesagt habe, oh Mann, so ein Ding möchte ich unbedingt wieder haben. Also ich weiß nicht, es ist vielleicht auch nur so ein B-Vintage-King. Wir hängen ja auch ein bisschen sehr in der Vergangenheit. Es gibt ja auch, also so nach dem Z1 von Korg und Ähnlichen, wo also immer mehr Synthesen reinkamen, ist dann nicht mehr so viel passiert. Danach kam dann so ein, digitale Simulatoren des Prophet 5 sozusagen von der Struktur her. Und da könnte man natürlich auch wieder ansetzen und mal was anderes machen. Modale Synthese gibt es inzwischen und dicke, schnelle, also schnelle Rechner, nicht dick, sondern schnell. Dick bin ich. Aber so in die Richtung. Also einfach was sozusagen handelbar ist. Yamaha hat es ja mal mit dem DX200 probiert, war gar nicht so schlecht, nur dass dann kurze Zeit später dann OS 10 kam und dann lief kein Editor mehr. Da muss man vielleicht auch mal drauf achten. Und deswegen gibt es jetzt von Yamaha auch so eine Ankündigung, so einen kleinen Synthesizer, offenbar Hardware zu bauen, offenbar auch mit kleinen Tasten, so in Richtung Micro-Korg oder sowas hier halt, so von dem Format etwa. Und das wird wohl auch was Neues sein, so klanglich. Aber Andreas, du bist ja nicht ganz verschont von diesem Hype, ne? Ich meine, Replika von 1178, von Massenburg EQs, von alten Geräten ist doch im Mastering- und Mixing-Bereich auch ein echtes Thema. Aber das hat sich da noch nicht so ausgebreitet, oder das hatten wir das schon und ist schon wieder vorbei. Verstehe ich jetzt nicht. Naja, ich meine, es gibt 1178 nachgebaut. Es gibt aber 1178 ist zum Beispiel ein Gerät, das ich kenne kein Mastering-Studio, wo ein 1178 drin steht. Also benutzt wird. Okay. Das ist ein Gerät, das ist im Mastering irgendwie nicht so richtig drin. Also ich habe zwar zwei Stück, aber zum Mastern benutze ich die nicht. Aber gibt es denn fürs Mastering auch solche Legenden, wo man sich vorstellen könnte, oh, jetzt gibt es eine Kickstarter-Kampagne und wir bauen jetzt wieder ein Fairchild oder so? Gibt es ja auch. Gibt's, ne? Also es gibt Fairchild-Nachbauten in verschiedenen Varianten, also analoge Emulationen, es gibt auch richtige Nachbauten. Es gibt, Strontec würde man, glaube ich, jederzeit nehmen, wenn er denn so gut ist wie das Original. Wobei Burgess ja selber wieder baut. Aber ja, also ich glaube, das ist einfach so, viele Sachen haben sich da, müssen sich da einfach bewähren über eine längere Zeit. Und da bleibt dann manchmal nicht so viel übrig. Außerdem ist man... wie soll ich sagen, im Mastering ist ja dieser kreative Prozess jetzt nicht so unmittelbar. Das heißt irgendwie, wenn ich ein neues Instrument habe, dann inspiriert mich das ja sofort irgendwie zu Ideen, die ich vielleicht am besten sofort mit aufnehme oder so, weil ich, wenn ich an einem neuen Keyboard oder mit einer neuen Gitarre spiele, wie auch immer, dann inspiriert mich das sofort, weil natürlich auch dieser Hype da ist. Aber jetzt im Mastering ist es so, ich bearbeite ja die Musik von jemand anderen und sind also Gerätschaften, die ich gut kenne, mit denen ich weiß, ich kann dieses oder jenes Problem oder eben auch nicht Problem lösen, sind da eigentlich viel interessanter oder wichtiger als jetzt zum Beispiel einen neuen EQ zu haben oder einen neuen Kompressor zu haben, sagen, oh, der ist super, den drehe ich jetzt mal richtig drauf und generiere da jetzt was komplett Neues oder so. Das ist also, ich glaube, in dem Thema jetzt nicht so entscheidend. Klar. Dann fragen wir doch nochmal den Mick. Das Reface is Coming Video, ne? New take on classic concept.
Wow, man, this just brings back memories, man. It's making me das, wanna cry. Das ist jetzt hier die neueste Art des Teasers, ne? Ich höre das Gerät, ich sehe, wie Leute darüber sprechen, ich sehe, wie es gespielt wird, aber das Gerät selber darf ich nicht sehen. Ne? Was weißt du denn darüber schon? Naja, das ist ein bisschen vielleicht so wie Nord, also wie Klavier das immer gemacht haben, immer so ein unscharfes Bild, total unprofessionell und dann irgendwie kurz mal so ein kurzes Aufblinken, ja, man sieht da sowas Rotes und so. Und dann hört man, das ist vielleicht auch diese Schalter da vorne, das ist ja alles total zufällig, dass die da sind, weil die ja so ein bisschen CS-mäßig aussehen. Und das, was du hörst im Hintergrund, ist ganz offensichtlich so ein Ringmodulator-Sound mit externem Oszillator, was ja die CS-Serie auszeichnet. Stimmt. Und ja, das ist das halt. Und dann reden ein paar Menschen, die das wahrscheinlich alles schon gesehen haben. Man weiß noch nicht so viel und wie viel ich offiziell weiß, weiß ich auch noch nicht. Verstehe. Aber da kommt wohl Hardware und da kommt etwas Kleines und so. Also klein, nicht weil CS-Serie, das ist ja genau das Gegenteil von klein, ne? Ja, das schon, aber es geht ja hier natürlich auch um den Sound. Du könntest den ja auch in so eine Art Microcork packen und machst ein paar, so eine Matrix, so ein bisschen wie beim Microcork. Das ist ja im Moment so, dass wenn man günstig Geräte baut, die man auch durchaus öfter live auf Bühnen sieht, besonders halt eben den Microcork, der ja schon 10 Jahre alt ist. Und da scheint ja auch was drin zu sein. Der ist halt klein. Dieses ist es halt ein bisschen angenehmer, als ein Riesenteil mitzunehmen, so mit 5 Oktaven und großen Tasten und so. Und Rolf, das macht man vielleicht auch nicht mehr so gern. Rolf, weißt du was davon vom Yamaha? Nein, aber ich hatte selber, einer meiner ersten Sinti war ein kleiner CS5. Also es gab auch durchaus kleine CS-Geräte, das muss nicht immer dazu sein. CS01 sogar. CS01, ein ganz kleine. Ich muss mal gerade gucken, ob ich das vielleicht finde. Guck bei mir in die Datenbank, da ist er drin. Ah ja, bei dir in der Datenbank. Ich hoffe, dass du dann auch ganz gleich oben erscheinst hier in den Suchergebnissen. Nein. Kennst du Google? Ich kenne Google. Guck mal, hier sind ganz viele. iOS 9 und so. Ja, da sind sie alle. Ne? Da sind sie alle. Ziemlich klein und ziemlich portabel. Schon damals war ja auch schon Chip aus Chips. Also Yamaha hat ja auch so den Ruf von jetzt aus gesehen, sehr aufwendige Sachen umzusetzen. Man sage DX7, VP1 sogar, für sehr viel Geld damals. Den könnte man heute sicherlich auf einem A4-Chip oder sowas laufen lassen. Also so ein Massenprodukt aus heutiger Sicht, rechenkapazitätsmäßig gesehen. Und so gesehen könnte man da schon einiges erwarten. Ob man allerdings unbedingt nach hinten guckt, ist vielleicht sowas, wo man einen Seitenblick zu Roland wagen könnte. Die haben natürlich auch nicht ganz das gemacht, was man von ihnen erwartet hat. Ja. Und vielleicht macht Yamaha das ja auch, denn die haben auch eine Marktforschungsabteilung. Und, ja, aber bis die, ich meine, weißt du, Mick, die kommen ab und zu mal alle 2 Jahre bei mir vorbei. Ja, aber ich glaube, die analogen Replika, die Position ist ja jetzt von Korg besetzt. Insofern ist es eigentlich auch ganz gut, dass Yamaha jetzt nicht einfach die CS-Modelle nachbaut, wie Korg seine eigenen Modelle nachgebaut hat. Also ob da jetzt was Tolles bei rauskommt, to be verified, to be seen, aber dass sie jetzt nicht einfach den Kram nachbaut, wie Korg das gemacht hat, nicht, dass das bei Korg schlecht ist, aber diese Marktposition gibt es jetzt einfach schon. Die müssen jetzt gucken, was sie da Neues machen. Stimmt. Ich habe noch ein Thema, was ich mit euch diskutieren möchte, und zwar Native Instruments Stems Music. Ihr habt davon gehört. Ich habe da irgendwie so zwiespältige Meinungen dazu. Also auf der einen Seite ist es natürlich geil, wenn du als DJ jetzt bis zu 4 Elemente hast, die du miteinander mischen kannst, aus verschiedenen Tracks, also dem Bass von dem einen Song, die Rhythmusspur von dem anderen, und hast dann eben praktisch einen 4-Track Playback, was du mit anderen 4-Track-Playbacks mischen kannst. Aber will man das?
Erinnerst du dich noch an diese DVD von Peter Gabriel? Da konntest du selber sozusagen einen Mix machen. Im Grunde ist das so die Idee, dass man halt DJs mehr Schnipsel, mehr Spuren vorlegen kann als grundsätzliches Format. Ich denke, das steckt dahinter. Das ist nicht mehr und aber auch nicht weniger, als dass man einfach mehr eingreifen kann und damit dann halt auch wieder musikalisch arbeiten kann und synchronisieren, mixen und so. Ich denke also da primär an die DJ- und Remixer-Ecke. Ja, das ist schon klar. Da ja, kann man also ganz gut sicherlich... Dass das für den Remixer interessant sein kann oder für den, der das nutzt. Aber wer will denn mit MP4s remixen, Leute? Bitte? Wer will denn mit MP4s remixen? Das ist doch, also, sorry, wenn ich das so sage. Also erstens mal ist Multiformat oder Multichannel-Format ein alter Hut. Das kann Wave also bis zu 64 Spuren schon seit, ich weiß nicht wie viel, 1000 Jahren. Und das ganze Format basiert wieder auf MP4. Das ist natürlich eine super Marketinggeschichte, aber wen interessiert denn das? Also wer braucht sowas? Also ich sag mal, es gibt den Beardy Man, der mit drei iPads live auftritt. Also es gibt schon Menschen, die sowas mit durchaus mit iPads, benutzen. Damit kann man gar nicht professionell Musik machen. Vergiss es einfach. Darüber reden wir jetzt nicht mehr. Also ja, so rede ich das geht, von Nathan. Ich finde es nicht ganz in Ordnung. Ich habe das nie gesagt irgendwie. Ja, also ist ja gut jetzt. Das ist, das nervt irgendwie einfach, ja. Also das ist, muss man nicht immer wieder neu machen, also nicht wieder neu aufbrummen. Aber wie gesagt, Multiformat, Waves ist doch, wie gesagt, gibt es schon sehr lange. Kann jedes Programm, kann jedes Cubase, du meinst also kann jedes das, Nuendo, das, also ist, die, das kann es machen. Nur die Frage Nein, Eric, ist, was macht man das damit? Das ist ja angesprochen. Die Zielgruppe von Native ist ja jetzt nicht, wir haben hier irgendwie ein ganz tolles Engineering vonbracht und es hat noch nie irgendwie Multichannel-Audio gegeben, mit dem man halt auch verschiedene Stems irgendwie abbilden kann. Die Zielgruppe sind DJs, so habe ich das verstanden. Genau. Und ausschließlich DJs. Wenn man sich die neuesten Pulte und DJ-Controller von Native anguckt, dann ist ja ganz klar, dass der Trend, den Native versucht zu setzen, davon weggeht, einfach nur zu pitchen und Crossfade zu machen, sondern in die Musik einzugreifen. Das heißt, bisher konnte man auf den gesamten Track einen Effekt anwenden, beispielsweise einen Filter, und das wurde ja auch demonstriert, jetzt kann ich das auf einzelnen Stems tun. Das kommt dem Marketingkonzept von Native ganz entgegen, weil die haben ja entsprechend die ganze Software. Sich das bei den DJs durchsetzt, das weiß ich nicht. Das wird sehr interessant zu sehen. Ich habe gerade letzte Woche eine Studie gesehen, wo man untersucht hat, inwieweit DJs die heute zur Verfügung stehenden Mittel in den Song musikalisch oder soundtechnisch einzugreifen, überhaupt nutzen. Und dabei ist herausgekommen, man hat dabei per Videoanalyse von den ganzen Boiler Room Aufnahmen, die wir jetzt sehr, sehr ausführlich haben, geguckt, was die eigentlich tun, und hat man herausgefunden, dass das nur sehr, sehr wenige tun. Das heißt, die Mittel, die heute schon einem DJ zur Verfügung stehen, werden relativ selten genutzt, und darum ist die Frage, ob Native da richtig liegt mit seinem Trend. Aber wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Im Moment scheint das bei den DJs noch nicht so anzukommen. Also da habe ich irgendwie ein anderes Gefühl tatsächlich, Rolf. Also viele Veteranen, die ich noch... I pressed play! Was? I pressed play! Yeah! Also bei den DJs, die ich noch aus meinen Techno-Zeiten kenne, hat sich das schon so mehr zu einer Art Live-Act statt nur Mischen von zwei Platten entwickelt. Frage ich mal kurz in die Regie. Wie siehst du das? André, ja, ich bin da. Du bist doch immer unterwegs. Ja. Im Club. Naja, also man hört mich ja eigentlich auch, oder? Ja, hört mich auch. Also, wollen wir doch jemanden fragen, der da regelmäßig in den Clubs unterwegs ist und da auftritt? Naja, in der Szene, wo ich unterwegs bin, ist es eigentlich so, dass mit CDs gemischt wird und weniger mit Traktor und Co. Also schon auch, aber meistens mit CD. Von daher, klar kann man mit CDs jetzt auch mehr machen als ein Crossfade und einen einfachen Übergang. Da sind ja auch schon Effekte dran. Wird teilweise auch am Mischpult dann, was mich dann wieder so nervt, oft der Flanger-Effekt genutzt, den ich schon nicht mehr hören kann. Aber
Ja, wird sich zeigen. Also ich kann dazu gar nichts sagen. Also hat sich deiner Meinung nach bei dem, in deiner Szene noch nicht durchgesetzt? Nicht so wirklich. Alles klar, okay. Ja, es kann ja auch sein, dass irgendwo die kritische Masse der Einflussbarkeit noch nicht erreicht ist. Dass das, was Traktor bisher geboten hat, den DJs zu wenig ist und dass man jetzt mit diesen Stamps und der viel größeren musikalischen Einflussmöglichkeit denn plötzlich so eine kritische Masse hat, wo das anfängt auch denn Spaß zu machen. Weil nur einfach mal einen Filter rüber zu laufen, das ist dann irgendwann auch schnell abgenutzt. Und die Kombinatorik der Möglichkeiten, mit 4 Spuren zu arbeiten oder vielleicht gibt es auch irgendwann mal mehr Spuren, ist natürlich größer. Aber es ist auf jeden Fall immer interessant zu sehen, was jetzt die Musiker bzw. DJs draus machen. Insofern finde ich das von der Warte interessant. Aber ich habe noch mal eine Frage zu der, wie das überhaupt funktionieren soll. Die haben ja jetzt da eine eigene Seite und da kann ich mir dann Stamps runterladen oder wie funktioniert das? Klar, du kannst dir Stamps runterladen, in deine Native Instruments Software einladen und du kannst sie auch hochladen als Künstler. Ja, okay. Das ist wie so eine Art Shop. Genau, und das ist natürlich auch ein Premium-Preis. Das heißt, es ist natürlich auch noch mal die Idee, darüber noch mal ein Premium für den Track zu verlangen. Ist immer gut. Ein Premium. Ne? Also mein persönliches Problem dabei ist, dass es eben ein komprimiertes Audioformat ist, ein datenreduziertes. Und da stehe ich nun mal überhaupt nicht drauf. Ich bin ja regelmäßig in Clubs und also ich finde, es klingt einfach nicht gut. Ich finde, es ist sehr anstrengend immer wieder. Und man hört es ganz oft, dass oftmals schlechte Daten Formate gespielt werden, sage ich mal. Da gibt es ja tatsächlich wissenschaftliche Untersuchungen zu, die belegen, dass das Gehirn viel mehr Anstrengungen zu erleiden hat, wenn es komprimiertes Material hört. Ne? Ich weiß gar nicht, aber CD ist ja nicht komprimiert, André, ne? Spielen denn da auch einige MP3s? Mit Sicherheit. Mit Sicherheit, ja, das, da muss ich Andreas auch recht geben, das hört man dann auch teilweise, wenn man mal genau hinhört und ja, das stimmt schon. Ja, besonders wenn die Anlage dann nicht ganz optimal ist, dann fällt es total auseinander. Ja, also das ist dann echt, da habe ich dann oftmals keinen Spaß dran. Irgendwie. Ja, schade, dass hier keine Informationen drin, wie hoch die Bitrate da ist. Ne? Irgendwann ist es ja dann auch wirklich relativ gut. Ich glaube, das ist auch nicht das Entscheidende hier. Sie könnten dasselbe ja auch mit nicht lossless machen. Ich glaube, die entscheidende musikalische oder performative Idee sind die Stems und jetzt nicht die Frage, ob es komprimiert ist oder lossless oder nicht lossless, sondern die Frage ist tatsächlich, was wird damit in der Performance eines DJs alles angestellt? Regt es die an? Wird es da neue Formen geben? Entwickelt sich das weiter? Ist das ein Anfang von irgendetwas Neues, was kommt? Oder ist das einfach ein Rohrkrepierer, der nicht funktioniert, weil die Leute nicht musikalisch drauf ansprechen? Und ich glaube, das hat dann weniger damit was zu tun, ob das nun von der Audioqualität optimal ist oder nicht, weil sowas kann man immer fixen. Am Ende wird Native natürlich auch Controller verkaufen wollen, die denn auf dieses 4-Stem-Format auch von der Hardware her angepasst ist. Native Instruments muss da was machen, denn sonst brauche ich diesen riesen Apparat an Controller gar nicht mit diesen tausenden Funktionen, wenn ich am Ende des Tages das alles immer nur auf einen Stereo-File anwende. Ja, natürlich. Und die freuen sich, weil das ist natürlich dein Geschäftsmodell. Ist doch ganz klar. Die wollen doch auch Geld verdienen. Aber ich habe mich gefragt, ob ich das gut finde, wenn ich Musikproduzent bin und ich stelle dann meinen Track in 4 Spur, also aufgedröselt in Stems zur Verfügung und dann wird jetzt irgendwie quasi eine neue Musik gemacht. Okay, das gab es zwar auch beim Mixing, wenn 2 Platten ineinander gemischt würden, aber hier ist es jetzt noch extremer. Da habe ich gar kein gutes Gefühl als Künstler. Ja, genau, weil wir alle versaut sind in den letzten 100 Jahren. Einer zuerst. Rolf? Ja, wir sind ja alle versaut, dass in den letzten 100 Jahren oder 120 Jahren viele Musik produziert wurde, die dann irgendwann auf einem Medium festgehalten wurden. Ja? Der Beruf des Mastern gab es ja vorher nicht, in einer Zeit, wo wir gar keine Tonaufnahmen hatten. In der Zeit vorher hat ein Komponist irgendwelche Noten geschrieben, nehmen wir mal einen Popularkomponist wie, was weiß ich, einen Johann Strauss, und hatte denn überhaupt keine Kontrolle, wie irgendwie in Karlsbad die Kurkapelle das Zeugs gespielt hat
ob das vielleicht umarrangiert worden ist, ob sie Stimmen weggelassen haben, ob sie vielleicht zu viele Streicher hatten. So, und wir machen uns jetzt in die Hose, wenn nicht mehr Bit für Bit irgendwie die Musik so ist, wie ich sie in den Paranoid in meiner DAW eingegeben habe. Insofern finde ich es mal ganz gut, sich künstlerisch und intellektuell damit auseinanderzusetzen, dass ich keine volle Kontrolle mehr habe, wie die Leute das hören. Und dass das Hören auch wieder ein bisschen aktiver ist, indem man sich sozusagen auch ein paar Sachen wieder kontrollieren und aussuchen kann. Ich glaube, in den letzten Jahren auch gab es viel zu viel Wahnsinn an digitaler Audiokontrolle und Editing und Mastering. Das ist eine sehr hoch entwickelte Technik, aber es hat letztendlich dazu geführt, dass wir jetzt ein bisschen Probleme bekommen, wenn wir nicht mehr kontrollieren können, wie es der Zuhörer eigentlich oder ein DJ abspielt. Und ich finde das eigentlich ganz erfrischend, wenn hier wieder ein bisschen mehr Möglichkeiten entstehen. Mick, was hast du noch dazu zu sagen? Ich würde das so abrunden. Es gab ja mal auch, sag ich mal, in Anlehnung an so Traktor und diese ganzen Sachen, dass man da auch vielleicht musikalische Dinge einbringt. Und also, dass man ein bisschen Live-Musik dazu macht, also dass man da Synthesizer oder Drum-Machines oder irgendwas dazu stellt und halt eben Musik machen kann. Und da sind dann, ja, sag ich mal, der Bass aus dem Stück oder so. Und dann lasse ich meine Drum-Maschine laufen und perform damit. Sowas sollte ja ein bisschen anregen. Das hatte damals nicht so richtig, also so viele haben das nicht gemacht und vielleicht ist das hier auch. Oder ich finde, zumindest ist das so ein bisschen die Aufforderung, ihr könnt das jetzt machen. Ob es gemacht wird, werden wir sehen. Okay. Aber wie sieht es denn dann rechtmäßig aus? Kann man das hören? Weil das finde ich irgendwie, das ist zwar alles nett gesagt, irgendwie, ja, da kann man dann irgendwie dieses und jenes machen und so. Aber gibt es denn dann nicht ein Problem eigentlich, wenn ich jetzt dann eben zwei Stems von irgendjemandem nehme und dann mein eigenes Zeug dazu daddel und das jetzt als meines verkaufe? Du hast damit einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Das ist vom aktuellen Urheberrecht so gar nicht gedeckt. Denn das ist eine Bearbeitung, die im Einzelfall immer. Aber das ist Remix- und DJ-Kultur so prinzipiell. Ja, aber das ist vom Urheberrecht nicht gedeckt. Ja, das ist erstmal den Musikern oder den Leuten, die damit arbeiten, im Zweifelsfall egal. Und das Recht wird dann schon nachziehen, wie es dann den Samples nachgezogen wird. Aber ich glaube, der Denkfehler liegt hier im Folgenden. Es ist nicht gedacht, so verstehe ich das nicht, dass jetzt jemand dahergeht, diese vier Stems nimmt und daraus wieder ein neues, fest eingebranntes digitales Format macht, was er denn verkauft im Sinne eines festen Remixes. Das wird es sicherlich auch geben. Aber hier ist doch der interessante Aspekt, die Performance. Sei es, dass ein DJ etwas damit improvisiert, letztendlich, wie eine Jazz-Improvisation, nur auf anderer Ebene. Da lehnst du dich echt weit aus dem Fenster. Darf ich zu Ende reden oder nicht? Nee, natürlich. Du darfst immer zu Ende reden. Also, oder dass sich ein Zuhörer einen Spaß daraus macht, die Musik, die er sonst fix hört, selber verändern zu können. Ob das irgendwie ist, was ein Megatrend ist oder Breitenwirkung hat, weiß ich nicht, aber das ist erstmal eine Idee. Ich glaube, die Stems sind dazu da, dass man live performen kann damit. Ja, sei es vor einem Publikum oder sei es, dass das Publikum man selber ist und nicht, dass man da irgendwie wieder neue Sachen mitproduziert. So habe ich das verstanden und so verstehe ich auch eine DJ-Kultur oder einen Controller. Ja, würde ich auch so unterschreiben. Ja. Trotzdem gibt es natürlich tatsächlich eine Grauzone in der Benutzung und in der Frage der Rechte. Gut. Das war ja eine bisher sehr angeregte Runde, ne? Angeregte Runde. Kann ich noch mal was Kurzes sagen? Vielleicht bitte. Aber nichts Kontroverses. Mir ist das nur eingefallen, warum das vielleicht ein komprimiertes Format ist. Vielleicht ist es gerade deswegen komprimiert, weil damit halt die Leute sich da nicht ein eigenes Stück drauf basteln oder so. Vielleicht ist das auch ein Grund als Schutz oder so.
Kopierschutz, schlechte Audioqualität. Ja, vielleicht. Ja. aber dazu kann ich dann sagen, dass ich zu viele Mixes bekomme, wo also MP3s und andere Sachen eingemixt sind. Nö, das hält die Leute nicht davon ab. Hält die nicht ab, ne? Nö, ich auch, würde ich auch sagen. Ja, ich würde mal sagen, wir sind am Ende unserer netten, aufgeregten Sendung. Und ich bedanke mich, dass er dabei war beim Rolf. Hi. Beim Andreas. Ja, ciao dann. Und beim Mick. Und sag nur, make more music mit Music Talk. Bis zur nächsten Sendung hier auf diesem Sender. Tschüss. Tschüss. Ciao.